Hoi, guten Morgen, Ruth. Morgen. Heute haben wir mit der Hebebühne gelaufen, wie du schon gesehen hast. Mhm. Ausgerüstet hast du dich auch wieder recht gut. Gute ja. Schuhe, bequeme Kleidung. Da, wenn die Sonne zu stark scheint, haben wir ein paar Kappler. Und vor allem einen Regenschutz, wenn es regnet hat. Da waren noch ein paar Handschuhe. Ah ja, sehr legion. Na Ruth, tust du mir bitte die Kistel rauch? Ja. Und jetzt haben wir auf deiner Seite auf. Mit der Bühne vor und dann allein ein, weil da braucht man eine gewisse Ausbildung und muss man Kurse besuchen. Das ist da das Bedienerpult, da brauchst du dich nicht drum kümmern. Okay. Werden die Maschinen nachher geprüft oder? Ja, die Maschinen werden periodisch überprüft. Okay. Und die sagen, wir haben noch gar nicht mal uns zu glauben. Ja. Und dort haben wir einfach die großen roten Äpfel hochgelaufen, alle mit Stängel. So, da sind wir jetzt ziemlich klein zu dem Baum zugekommen. Mhm. Müssen wir ein bisschen verstellen. Oder passiert okay. Da nicht, da magst du bleiben. Ich lasse es ein bisschen innen. Da kannst du ja nie hinklemmen, weil da ist eine automatische Sicherung drin. Da brauchst du keine Angst drum. Ah, okay. Zudem sind da die Kettenlach. Also da kannst du nie außen fallen. Das ist eigentlich alles recht sicher. Da brauchst du nie Angst drum. Da fahren wir wieder ein Stück weit. Jetzt voll, dann gehen wir es gerne ausladen. Jetzt nimmt man das mit beiden Händen, stellt es in der Kiste rein, da auch wieder. Nicht zu viel mit dem Buckel arbeiten, sondern mehr in die Knie gehen. Da auf beiden Seiten sind so Plastikbändler, die tut man mit dem Zeigefinger aushängen. Und dann zieht man das Kiste langsam auf. Und die Äpfel rollen. So tut man wieder zu, stellt sie da auf der Kante ein, nimmt die Lastikbandler, hängt sie da hin und tut sie wieder zum Geländer zu. Okay. So, dann können wir wieder weiterklauen. Gut. So, das Kistel ist jetzt voll. Mhm. Noch tust du es einmal ausladen, dann kann ich noch zuschauen, ob du das richtig machst. Nimmst du es so? Ja. Noch schön einstellen, in die Knie gehen. Perfekt, ja. Da sind die Bandler, ja. Aushängen. Langsam auch ziehen. Mhm. Geht schon, zieh gleich. Auch wenn die Kiste jetzt nicht ganz voll ist, sage ich dir dächtig, wie man eine volle Kiste anlernt hat. Mhm, okay, ja. Da als erstes müssen wir mal die Entriegelung aufdehnen. Das tust du mir frisch, ja, dann weißt du, wie es geht. Genau, so. Dann okay. Lasse ich mal die Maschine an. Bleib wieder stehen, oder? Ja. Danach schiebt man die Kiste, kannst du mir ein bisschen helfen, schiebt man die hinten außen.
So, Ruth, du darfst mir hinten jetzt das Stangenlauch heben, dass ich die Kiste außen schieben kann. Ja. Das ist eine Sicherung, dass die Kiste nicht alleine anhauen kann. Okay, ja. So, werde ich die außen geschoben, ganz langsam, vorsichtig. Und bis es umgeht. Dann lass ich es wieder rein. Dann lass du es wieder rein. So, den tue ich jetzt hinten neu senken. Bis hier auf dem Boden ist. Zack. Und vor die nächste auch. Okay. Ja. Dann muss ich da die Bühne ein bisschen auerlassen, dass das da genau die gleiche Höhe ist. Dann kann ich es allein wieder ziehen. Okay. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Pause. Erst die Hände hier waschen. Da ist ein Wasser. Ja. Saften. Okay. Handtuch. Ich richte mal ein bisschen etwas zum Trinken. Becherloch. Hier noch ein bisschen. Wenn du willst, spar noch ein bisschen Brot. Nein, ich trinke mal etwas. Dann hat ich da einen Saft. Hey, geht gut, ja. Genug? Ja, danke. Weil ich da gerade reinschaue, sicher da eine Sonnencreme. Wenn gerade die Sonne stark scheinend hat, da ist da ein bisschen Creme rein, aber heute ist es allein nicht der Fall. Und da habe ich auch einen Erste-Hilfe-Koffer. Wenn etwas passieren sollte, vom Pflasterle bis zum Verband ist da alles drinnen. Okay, aber ja, wenn etwas Schlimmeres passiert, war die Notrufnummer 118 uns erleiden. Okay. Am Nachmittag arbeiten wir mit der Erntemaschine. Arbeiten. Dann erkläre ich dir ein bisschen, wie das funktioniert. Mhm. Als erstes, was wir dort tun müssen, ist die Graskiste hier anheben. Nehmen wir sie beide, mit beiden Händen. Dann muss ich ein bisschen dranen und da drunter rein. Ganz klar. Bis das da hinten hinschnappt. Und dann lassen wir den Turm da nieder. Da ist ein Zapfel. Bis er auf dem Boden für die Kiste ist. Okay. Mhm. Jetzt sage ich dir frisch, wenn die Kiste voll ist, was zusammen für ein Ablauf ist. Erstens einmal tut es da zusammen piepen. Das heißt, dass die Kiste voll ist. Dann geht man noch her, drückt den Hebel und dann geht die Kiste automatisch nieder. So, und wenn die Kiste jetzt auf dem Boden ist, mhm, dann geht man wieder zu dem Hebel zu, tut den vor und der Tisch geht automatisch auch. Und da ist noch wichtig, dass man dann da innen drückt. So ist wieder alles, wie es erst gewesen ist. Und dann kann man wieder eine leere Kiste hinein, den Turm anfahren und wieder glauben gehen. Okay. So, Ruth, dann schaust du mal zu, wie ich hier eingehe. Ja. Erst auf dein Trittbrett hier. Dann hebst du dich bei dem gelben Bantel. Schläft man da auch. Nach okay. Kimlei. Und wenn du oben bist, klappst du das Tal oben zurück. Das ist zur Sicherheit, dass man nicht zurückwärts einfallen kann. So, das sind jetzt die Förderbändler. Okay. Da werden die Äpfel eingelegt, alles schön anzählen. Die rollen dann da rein oder fahren mit dem Bändel da und gehen hinten in die Kiste rein. Okay. Und unten ist nachher
wichtig, dass du aufpasst, dass du nicht unter der Maschine reinkommst. Also allem aufpassen und das Bandl einfach in der Position mehr oder weniger so halten und da die Äpfel nehmen und da einfach reinlegen. So, dann lasse ich die Maschine un und lasse die Förderbandler gehen. So, für heute ist Feierabend.